Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und unser heutiger Q&A-Teil steht unter dem Motto: Wer ein Bär ist, muss auch ein Bär sein. Da gehen wir mal direkt wieder auf eure Kommentare ein. Ihr wisst, bei diesem Format, das bisher erst eine Sendung hatte, gehe ich der Ausführlichkeit halber mal auf eure Kommentare ein, denn ich tippe mir schon die Finger wund. Und da mal grundsätzlich, ich liebe es, dass ihr so viele Kommentare schreibt und natürlich auch, dass ihr sehr anspruchsvolle Kommentare schreibt. Darunter nicht nur Fragen, sondern auch Berichte von euren Erfahrungen. Das Ganze macht das dann zu wesentlich mehr als ein Kommentar. Es wird schon regelrecht eine kleine Community daraus, denn jeder profitiert davon, die Kommentare darunter auch zu lesen. Das finde ich toll und ich hoffe, das bleibt auch so bei. Bitte habt Verständnis dafür, wenn ich nicht immer alle sehr schnell beantworten kann. Ich versuche, so viel es geht, aber weil ja auch durch vor allem eure Hilfe und auch mit eurem Zuspruch, dieser Kanal immer etwas erfolgreicher wird. Und da kommt schon ein neuer Kommentar. Ihr seid live dabei. Gucken wir doch einfach mal rein. Sehr cooles Video, sagt Julia. Gerne noch mehr vom Training live. Gut, dass es gekürzt wurde. Je einen Satz gezeigt von jeder Übung. Super kommentiert. Werde vor allem das Aufwärmen genauso umsetzen. Nur Geräte können in meinem Studio mithalten. Da gibt es aber Alternativen, können nicht mithalten. So, Julia, jetzt bist du live reingekommen. Da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Bei anderen gibt es dazu mehr. Also, Verständnis bitte, wenn ich nicht alle beantworten kann. Auch wenn mal welche unbeantwortet bleiben. Und umso größer das jetzt auf dem Kanal wird, desto eher ist das natürlich nicht mehr ganz möglich. Auf Instagram versuche ich auch immer nachzukommen. Das ist kein Zeichen von Arroganz, wenn ich es nicht tue, sondern es ist einfach ein Zeichen von Überforderung, weil ihr könnt euch vorstellen, selbst wenn es gerade nur 800 sind, aber wenn davon natürlich mal einige dann kommentieren, was ich super finde, kann das nicht immer passieren. Ich versuche so viel es geht auch in den Videos aufzugreifen. Sehe ich also, dass 5-mal schon ein Kommentar kam, sag doch mal was zu Supplements, dann mache ich ein Supplement-Video und das habt ihr ja gesehen, das funktioniert sehr gut und ihr bereichert dadurch mit eurer Inspiration auch meinen Kanal und ich muss mir nicht mehr so viel Gedanken machen, denn ich weiß direkt, was bei euch gewünscht wird. Das ist der Vorteil, wenn man hier abonniert hat und kommentiert und zur Community gehört. Jetzt fangen wir mal an. Wir haben einmal den Kommentar von Joe. Hey Gotti, ich trainiere jetzt seit 3 Jahren und habe ca. 3 cm Armumfang zugelegt. Bin jetzt bei 37 cm und bin sehr unzufrieden. Auch wenn ich nicht immer regelmäßig trainiert habe und auch mal öfter Pausen von 1 bis 2 Monaten oder mal 1 bis 2 Wochen drin hatte und die Ernährung vielleicht auch nicht immer top war, Eiweißzufuhr, müsste doch dabei mehr rumkommen. Reiz setze ich immer, habe schon versucht, öfter in der Woche Arme zu trainieren, wie auch nur einmal und auch eine Zeit lang gar nicht. Aber ich vermerke keine Zuwächse, egal was ich mache. Hast du einen Rat für mich? Oder gilt es, das für mich selbst rauszufinden? Grundsätzlich, Joe, natürlich sollte man immer um Rat fragen und dafür sind ja auch Personal Trainer da draußen. Das Ding ist, nur aus der Ferndiagnose ist es immer sehr schwer. Ich habe mich vor kurzem ja über unseren Kandidaten Robin ein wenig lustig gemacht, denn er trainiert gerade sage und schreibe 7000 Athleten weltweit. Aber wie kann man das nur machen, indem man sie nicht berührt, nicht sieht, nicht kennt? Das geht also nur, indem man der Online-Coach ist. Und deswegen ist das ja schon fast zu einer Hashtag-Online-Coach-Beleidigung geworden. Wenn ihr also mal so einen Kandidaten seht, einen typischen Online-Coach, dann wisst ihr, was damit gemeint ist, denn das ist ebenso schade. Ein Personal-Coach ist jemand, der mit euch ziemlich eng arbeitet. Der muss bei dem Training dabei sein, der muss euch zumindest kennen und der wird euch auch regelmäßig betatschen, so wie ich beim letzten Mal auch die Jenny betatscht habe. Das gehört zu einem Personal-Trainer dazu. Das ist ähnlich, wie wenn ich Online-Masseur bin. Das funktioniert nicht. Und Online-Physiotherapeut ist auch sehr schwer. Da kann man höchstens beratend sein. Deswegen, Ferndiagnose ist sehr schwer. Ich weiß nicht genau, wie du trainiert hast. Vielleicht hast du zum Beispiel, Joe, das ist jetzt nur mal reingesprochen. Das heißt nicht, dass ich das vermute bei dir. Nicht, dass man sich dann direkt beleidigt fühlt. Vielleicht hast du falsch trainiert. Vielleicht hast du so unregelmäßig trainiert, ne? Du sagst, dazwischen waren mal 1 bis 2 Monate Pause, dass genau dann immer etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Vielleicht war deine Ernährung an anderen Dingen schlecht, wo du es noch nicht gesehen hast, nicht nur die Eiweißzufuhr. Vielleicht hast du auch grundsätzlich ein Vitamin, Mineral oder sogar einen Hormonmangel an irgendetwas. Das kann alles sein. Und deswegen ist das sehr schwer, eine Ferndiagnose zu machen. Grundsätzlich, kann ich höchstens helfen, wie du dem selbst auf die Spur kommst. Allein lassen, damit will ich dich ja nicht. 3 Zentimeter ist tatsächlich, ja, da kann mehr bei rumkommen. Denke ich mal. Man müsste jetzt mal schauen, wenn es nur die Arme sind, ist es nicht der Rücken, sind es nicht die Beine, ist es nicht die Brust, sind es wirklich nur die Arme, an denen man das ausmachen kann. Dann kann es in der Tat sein, dass diese
eher tendenziell zu viel trainiert werden als zu wenig, weil die ja auch bei den anderen dabei sind. Da müsste man mal schauen. Oder dass die mit zu vielen oder zu wenig Wiederholungen trainiert werden, weil Arme da meist recht speziell sind und nur eine dieser Sachen abkönnen. Aber ansonsten kann es auch tatsächlich sein, dass es manchmal die Kohlenhydrate sind, die fehlen, weil die für die Energiebereitstellung da sind und sowohl Energie während des Trainings, aber auch, was oft unterschätzt wird, die Energie außerhalb des Trainings und dadurch eine Regeneration auch fördern können. Also das kann leider so viel sein, dass ich nur sehr schwer alles nennen könnte, worauf man achten muss. Grundsätzlich ist es sicherlich nicht verkehrt, mal Tabula Rasa in so einem Fall zu machen. Das heißt, ihr merkt, ihr wisst nicht, woran es liegt, ihr seid völlig ratlos und ihr versucht, dem jetzt selbst auf die Spur zu kommen, dann schaltet man immer erstmal alles zurück, bevor man jetzt erstmal alles in den höheren Gang schaltet, weil dann könnt ihr nicht ausmachen, was war es denn jetzt. Das heißt, du machst jetzt mal eine 2 Wochen Pause, einen absoluten Deload, startest und trackst das Ganze. Ich weiß auch nicht, ob du Wiederholungen und alles aufzeichnest, das heißt wirklich festhältst. Dazu kommt auch mal ein Video, wie ich das mache, denn ich habe es schon öfters angekündigt und ich glaube, dazu muss ich mal mehr Worte verlieren. Und dann schaust du einfach mal, wie deine Arme reagieren. Du fängst an mit einem ganz sauberen Split und Stück für Stück sorgst du auch dafür, dass du genau die richtige Eiweißanzahl, Grammanzahl hast. Das heißt wirklich 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und das musst du auch durchziehen. Da gibt es kein Jahr, an jedem dritten Tag habe ich es nicht gemacht. Weil da kommt dann natürlich eine ganze Menge zusammen, was dir an den Armen dann hinterher fehlt. Und dann musst du mal wirklich von da an das Feld aufrollen und schauen, wie passiert und was passiert in den nächsten 8 Wochen. Fühlst du dich stärker? Bist du kräftiger geworden? Bist du kräftiger im Bizeps und im Trizeps geworden? Und anschließend kannst du einzelne Schalter mal umstellen. Geh mal auf ein anderes Trainingssystem für deine Arme. Trainier mal die Antagonisten zusammen vielleicht. Und dann schauen, was ist in den nächsten 8 Wochen passiert. Das ist das Blöde, echt Harte an Bodybuilding. Man kann nur Langzeit evaluieren. So etwas wie, ich trainiere heute und versuch's mal und guck direkt oder morgen, ob es ein Ergebnis gibt, gibt es leider nicht. Man muss immer sowas wie 8 Wochen, selbst das ist sehr schwer zu evaluieren. Insofern, nur mal allgemein, diese Frage habe ich deswegen aufgeworfen, damit ihr auch mal seht, es ist sehr schwer und bis hin zu unmöglich, da eine echte Prognose zu bringen. Aber dennoch muss man damit nicht unbedingt alleine sein. Versuch's mal mit dem Ansatz und halt mich mal auf dem Laufenden. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Das nächste kommt von Johnny619. Ab heute trainiere ich nur meine Schultern, damit die Waden wachsen. Tja, worauf ist das wohl bezogen? Gotti, was sagst du zum Thema Supplements? Grundsätzlich, dazu kommt noch ein Video. Wie gesagt, sehr viele haben schon gefragt, ob ich nicht mal wieder ein bisschen mehr über Supplements machen kann. Es gab schon einige Videos zum Thema Supplements. Ich liste sie mal hier auf. Das sind nicht alle, passen nur immer 5 rein. Aber es wird auch noch ein aktuelles mal kommen. Vor allem hat er hier gefragt, lohnt es sich auf lange Sicht gesehen, Kreatin zu nehmen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Kreatin nur die Zeit, wo ich es nehme, eine anabole Wirkung hat und danach nicht mehr. Das heißt, sobald ich es absetze, verliere ich meistens auch das Volumen, welches Kreatin durch die Wasserspeicherung entsteht. Grundsätzlich zu Kreatin. Früher hat man es in Kuren genommen und da war ich sogar damals noch sehr streng. Es fühlte sich für mich so an, als würde ich was ultra gefährliches und effektives nehmen. Effektiv ist es, es ist immer noch das effektivste Supplement zum Muskelaufbau. Aber man muss es nicht mehr nach 6 Wochen absetzen und dergleichen. Es hört sich schon an, als würde man über Steroide reden oder so. Heute nimmt man es eigentlich viel mehr als Begleitung. Natürlich, vorausgesetzt, dass ihr auch eine grobe Kontrolle, damit meine ich wirklich jetzt keine Streberkontrolle alle 3 Monate, aber dass ihr einmal im Jahr irgendein Blutbild habt, wo ihr guckt, habt ihr vielleicht einen erhöhten Kreatininwert, der bedenklich ist. Das kann in ganz seltenen Fällen geschehen, wenn ihr einfach zu viel davon nehmt und zu wenig trinkt und so weiter. Grundsätzlich sollte man das beachten, aber das sollte man auch so. Das heißt, selbst wenn ihr kein Kreatin nimmt, dann solltet ihr diese Werte immer überprüfen lassen, weil auch da kann es sein, dass ihr einen erhöhten Kreatininwert habt. Das hat also nicht direkt etwas damit zu tun, ob ihr das Supplement konsumiert oder nicht, da es ja auch in Fleisch drin ist und dergleichen. Also, hier erstmal, jetzt macht man es anders. Jetzt nimmt man Kreatin eigentlich durchgehend, aber dafür auch nicht mehr so viel. Das heißt immer dieses morgens und mittags und abends und nochmal nach dem Training oder so, nicht mehr. Rund um die Trainingszeit, so halte ich es, nehme ich es. Vor allem aufgrund des Effektes, den Kreatin hat. Kreatin vergrößert eure Muskelzelle, wie schon erwähnt, durch die Wassereinlagerung, die kommen. Das heißt, ihr habt hier so eine Muskelzelle mit so einer kleinen Lücke, wodurch die Aminosäuren und alles Mögliche kommen, um die Muskelzelle zu füllen und zu füttern. Wenn jetzt da Kreatin reinkommt und sich der Wasseranteil erhöht und damit auch die anderen Anteile im Muskel, wird daraus das hier.
ja, ist erstmal nur eine Schummelpackung, denn ihr habt ja nicht mehr Muskeln. Aber das hier interessiert uns, dieser größere Eingang. Wenn jetzt nämlich Aminosäuren durchflitzen, um den Muskel von innen schön auszustatten, dann kommen die durch ein riesengroßes Tor statt durch so eine kleine Lücke. Und das ist der Effekt, den man eigentlich ganz gut ausnutzen kann dafür, um dann natürlich seine Muskeln besser zu ernähren. Außerdem, gleichzeitig ist die Wassereinlagerung auch nicht negativ, abgesehen davon, dass manchmal das auch ganz gut aussieht, wenn man so ein bisschen, man sieht ja nicht aufgewässert aus, aber man hat einfach mehr Volumen im Muskel. Aber der positive Effekt ist auch noch gerade, wenn ihr mit vielen Gewichten rumhantiert, dass eure Gelenke stabiler sind dadurch, durch diese Wassereinlagerung. Das ist durchaus eine positive Sache. Außerdem erhöht es auch als ATP-Ersatz eure Ausdauerleistung und so weiter. Deswegen ist es grundsätzlich nicht schlecht, von diesem Stoff genug Intus zu haben, immer, all year round. Man fragt ja auch nicht bei Proteinen und bei Mineralien und bei Vitaminen, ob man die in Kuren nehmen soll. Nein, die hat man einfach immer. Und wenn ihr immer Kreatin zur Verfügung habt und die Kreatinspeicher wieder leert und wieder auffüllt, so wie ATP und dergleichen, dann ist das eine gute Sache. Also insofern, Kreatin definitiv effektiv. Es gibt keine große Pendel- und Jojo-Wirkung. Außerdem gibt es ja auch heute nicht nur Kreatin-Monohydrat. Versuch mal alle Kreatinarten durch. Das mache ich auch regelmäßig, dass ich mal von Kreatin-HCL auf andere Ethylester komme und dann wiederum auf normales Kreatin-Monohydrat mittendrin auch wieder für ein, zwei Monate und so weiter. Dadurch habe ich das Gefühl, entsteht immer wieder ein Effekt, auf den der Körper gerade nicht eingestellt ist und das ist ein bisschen effektiver, kann aber auch alles nur Einbildung sein. Am Ende habt ihr aber auch eben gepuffertes Kreatin, das nicht mehr so eine starke Nebenwirkung in Anführungsstrichen hat wie Kreatinmonohydrat. Nicht so viele Abfallstoffe, nicht so viel Wassereinlagerung und so weiter. Insofern sollte das aber immer euer Begleiter sein. Immer, immer, immer zum Training. In den meisten Boostern ist es auch schon drin, ansonsten packt es euch rein und danach kann es auch nicht schaden. Das zusammen mit ein bisschen Traubensaft oder irgendetwas, was den Insulinspiegel hochtreibt und euch Kohlenhydrate gibt und dann landen die Aminosäuren auch da, wo sie landen sollen. Das ist die Theorie, deswegen ja zu Kreatin. So, eine Frage machen wir noch, bevor das wieder ein 30-Minuten-Video wird. Hier haben wir Markus Preuß. Eigentlich finde ich deinen Kanal ganz gut, schreibt er. Und das geht jetzt hier vor allem um das Video, wo ich auch auf dem Cover schon Markus Rüllerte und unseren Freund Robin. Nur Sportler, die bei einer Körpergröße von zum Beispiel 1,85, 120 Kilogramm bei 10% Körperfett nach ihrem Trainingssystem zu beurteilen, ist schon merkwürdig. Da sollte man lieber schauen, wie viel Chemie sie zu sich nehmen, um überhaupt noch regenerieren zu können. Man kann auch mit Ganzkörper sehr gut aufbauen, bla bla bla. Hier geht es hauptsächlich darum, dass Markus einen Verweis bringt, den ja sehr viele bringen. Man isst, und das ja auch nicht zu Unrecht, misstrauisch, wenn man sagt, ja, das muss ja erfolgreich sein, was der macht, wenn der ja doch mit Anabolika vollgestopft ist. Dennoch muss ich dazu sagen, dass oftmals eher der Fehler gerade auf YouTube gemacht wird, diesen Menschen gar nichts mehr zu glauben, als wäre es nur Anabolika. Ja, ich stimme jetzt nicht in den typischen Tenor ein, es ist nicht nur Anabolika und die müssen ja auch sowas leisten und so weiter, weil das ist auch schon wieder eine etwas Verharmlosung davon, was dieses Zeug mit euch macht. Denn ihr, selbst wenn ihr nicht gut trainieren könnt, werdet ihr damit brachial aussehen und krasser als ich, selbst wenn ich seit 20 Jahren trainiere und es wirklich drauf habe. Aber Markus Rühl gehört bei der Spitze zur Spitze. Das ist so wirklich die Formel 1. Und das ist das Beispiel, das ich ihm auch genannt habe. Wenn man jetzt in der absoluten Automobilindustrie Erkenntnisse holt aus der Forschung der Automobilindustrie, dann kommt das oft von so etwas wie ein Formel 1-Wagen. Weil da geht es um absolute Spitzenwerte. Wenn man da auch nur einen kleinen Kotflügel um ein paar Millimeter versetzt, kann es sein, dass man am Ende 5 Stundenkilometer mehr rausbekommt. Da stecken die Millionen von Geldern rein und da findet man das raus. Und das wirkt sich dann hinterher auf euren Fiat Panda auch irgendwann wieder aus. Denn diese Erkenntnisse kommen dann natürlich auch in den Automobilbereich, der auf den Straßen rumfährt, den Alltagswagen. Das heißt, auch wir können von den absoluten Spitzensportlern so einiges abschauen. Ja, sie haben veränderte Körperbedingungen, aber in den meisten Fällen ist das nur hochskaliert. Das heißt, dahinter kommt einfach nur ein mal 20. Aber wenn, vielleicht habt ihr in Mathe da aufgepasst, wenn an einer Gleichung, einem Strich, quasi drüber und drunter mal 20 gerechnet wird, dann hebt sich das quasi wieder auf. Dann haben wir eben zwei Werte, die mal 20 gerechnet werden. Sprich, haben wir den Naturalathleten und haben wir denn den Nicht-Naturalathleten, der einfach nur das Ganze mal 20 ist, dann können wir trotzdem schauen, was der so für Erkenntnisse hat und teilen das wiederum durch 20 und haben dann die gleichen Sachen für uns.
In vielen Dingen funktioniert das, in manchen funktioniert es nicht. Die haben zum Beispiel viel mehr Trainingsenergie. Würden die sagen, ja, ihr könnt gerne 20 harte Sätze bis zum Versagen für die Brust machen, das ist kein Problem, und 2 Tage später wieder trainieren, dann geht das nicht bei den Naturaltrainierenden, denn die würden aus dem Studio rauskriechen und die nächsten 3 Tage nicht aufstehen. Das ist ein Unterschied. Aber womit man die Brust reizt, welche Übungen dafür gut sind, das verändert sich nicht durch die Körperchemie. Und das sind große Teile des Trainingsplans. Wie splitte ich, damit ich optimal aufbaue? Und welche Übungen benutze ich, damit ich optimal aufbaue? Und das, was da ein Markus Rühl erkennt, ist durchaus dann auch wichtig für uns. Und dadurch können wir lernen. Außerdem sind diese Leute nicht immer von Anfang an, von ihrer Geburt an, mit Steroiden zugestopft worden. Das heißt, auch die hatten eine Naturalzeit in den meisten Fällen. Auch die haben sehr viel Trainingserfahrung gemacht und geguckt, wie ist ein Ganzkörpertraining im Gegensatz zu einem Splitplan. Und auch das ist mal wieder mit dem Effekt mal 20. Denn würde der Ganzkörperplan mit den Argumenten, die man dafür nennt, wirklich besser funktionieren, würde der auch besser funktionieren für anabol angereicherte Athleten. Weil da heißt es ja, hey, dann macht ihr einfach weniger Workload und ihr schüttet auch noch mehr Hormone aus und dergleichen. Und dadurch schafft es ihr, den Muskel öfters zu trainieren und die Proteinsynthese einzuhalten. Und dann könnt ihr alle 2 Tage und so. Das scheint aber nicht hinzuhauen. Egal, ob beim Spitzensportlerbereich der naturalen Athleten oder beim Spitzensportlerbereich der nicht naturalen Athleten. Insofern, Markus Preuß, schau bitte immer darauf, dass man doch schon einiges davon abgucken kann und nicht grundsätzlich wegguckt, wenn dir ein Markus Rühl was sagt. Denn wer 30 Jahre Trainingserfahrung hat, der hat etwas mitzuteilen. Und wer nicht drauf hört, der wird am Ende so aussehen wie Robin. Nach 4 Jahren Training oder was weiß ich. So, das war es für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Es gibt nämlich noch mehr Kommentare. Ich hoffe, das hat euch mal wieder was gebracht. Wenn ja, den hier abonniert für weitere und kommentiert fleißig. Dann mache ich auch fleißig weiter die Videos dazu. Und wenn ihr bei einem Kommentar natürlich auch noch weiterhin Daumen gönnt, dann heißt das für mich, da wollen ganz viele etwas zu sehen. Insofern, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.